Jahresberichtsversammlung des ÖKB. Im Zeichen des Dankes stand die diesjährige Jahresberichtsversammlung des ÖKB-Ortsverbandes St. Michael. Obmann Friedrich Leunig konnte zahlreiche Vertreter des öffentlichen Lebens und viele Kameradinnen und Kameraden im Vereinsheim St. Michael begrüßen. Dabei betonte er, dass mit 185 aktiven Mitgliedern der Ortsverband St. Michael der stärkste im Bezirk Leoben ist. Die Ehrengäste, werte Vereinsmitglieder, 2018 war wiederum ein erfolgreiches und ereignisreiches Jahr für den Ortsverband St. Michael. Unser Mitgliederstand mit März 2019 gliedert sich leider in null Weltkriegsteilnehmer. Wir haben im Jahr 2018 alle drei Weltkriegsteilnehmer verloren. Mit den Worten: Ohne mein tolles Team wäre der Verein in den vergangenen Jahren nicht so erfolgreich gewesen. Dafür danke ich euch aus ganzem Herzen und wünsche mir, dass auch in der Zukunft dieser Zusammenhalt gegeben ist. Obmann, sehr geehrter Vorstand, liebe Kameradinnen und liebe Kameraden, liebe Kameradenfrauen, zuerst bedanke ich mich immer ganz herzlich für die Einladung. Und ja, ihr wisst, ich bin immer wirklich ausgesprochen gern da und es ist unglaublich, ich habe es selber schon fast nicht glauben will, ich bin heute bereits das fünfte Mal da in dieser Rolle, unglaublich, wie die Zeit vergeht. Also, Bürgermeister Karl Fadinger und ÖKB-Bezirksobmann Heinz Lausecker schlossen sich diesen Worten an, übermittelten die besten Grüße der Marktgemeinde und des ÖKB-Landesverbandes und lobten den überaus hohen Einsatz aller Mitarbeiter für den Kameradschaftsbund. Beide Herren sprachen auch jenen Kameradinnen und Kameraden Dank und Anerkennung aus, welche für die langjährige Mitgliedschaft im Ortsverband St. Michael mit den Verdienstmedaillen in Gold, Silber, Bronze und Eisen ausgezeichnet wurden. Großer Auftritt der Jugendmusikkapelle St. Michael unter der Leitung von Bernhard Bodler und dem Volksschulchor unter der Leitung von Gudrun Schatzl im Volkshaus. Mit dem Frühlingskonzert unter dem Motto Filmmusik und mehr konnten die Jugendlichen wieder ihr Können unter Beweis stellen. Hören wir einige Ausschnitte aus dem Programm. Es steht das Frühlingskonzert unter dem Motto Filmmusik und mehr. Also wir haben da Ausschnitte aus Fluch der Karibik, dann aus Titanic, My Heart Will Go On. Dann haben wir von den Blockflöten auch einen Auftritt und zwar mit einem bulgarischen Volkstanz und mit dem Pumuckl-Lied. Auf das freuen sie sich ganz besonders. Auch unsere Klassenmusizierer sind dabei von der 2. Klasse Volksschule mit dem Yankee Doodle Cha-Cha. Und wo einer der Höhepunkte ist, auch der Beginn der zweiten Hälfte, und zwar der Chor der Volksschule, die wieder in großer Besetzung.
ÖMTC Flugrettung. Die ÖMTC Flugrettung erhielt den Zuschlag aus der Ausschreibung des Landes Steiermark für den dritten steirischen Notarzthubschrauber. Christophorus 17 wird in der geografischen Mitte der Steiermark in St. Michael neben der Kaserne des Bundesheers sowie der Schnellstraße unweit vom Autobahnknotenpunkt St. Michael stationiert. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, Ihre Funktion heute bei der Infoveranstaltung und wieso eigentlich die Leute erst heute tatsächlich informiert sind oder informiert worden sind, wie es da um den Flugplatz in St. Michael ausschaut. Ja, ich durfte heute als Vertreter des Landes und als Mitbeteiligter im grundsätzlichen Verfahren zur Ausschreibung eines dritten Hubschrauberstützpunktes hier das vertreten. Zu Ihrer Frage, warum wurde die Bevölkerung heute erst informiert, möchte ich eine kleine Korrektur anbringen. Schon heute informiert. Es gibt europäische Ausschreibeverfahren, die mit sehr strengen Gesetzen verbunden sind. Die mussten in den letzten 14 Monaten die ganzen Verfahrenswege einhalten. Wir haben auch Einsprüche gehabt, die zu prüfen waren, die von ordentlichen Gerichten geprüft wurden. Und wir haben erst Anfang März vom Verwaltungsgerichtshof Österreich, also das ist einer der obersten Gerichtshöfe, die es in Österreich gibt, die Bestätigung bekommen, dass die Abwicklung unseres Verfahrens rechtens war, dass die Vorgehensweise rechtens war und wir haben den schnellstmöglichen Termin gesucht, um die Bevölkerung vor Ort darüber zu informieren und mit der Bevölkerung dieses zukunftsträchtige Projekt zusammen mit den verschiedenen Abteilungen des Landes zu entwickeln. In St. Michael regt sich allerdings Widerstand gegen diese Hubschrauberstation. Die Anrainer befürchten eine erhebliche Lärmbelästigung. Am Donnerstag, dem 4. April, gab es im Volkshaus St. Michael eine Informationsveranstaltung. Experten des ÖMTC gaben einen detaillierten Einblick in das Projekt und standen für Fragen zur Verfügung. Christophorus 17 wird nach Christophorus 2 in Krems der zweite Notarzthubschrauber Österreichs sein, der rund um die Uhr für lebensrettende Einsätze zur Verfügung steht. Notfälle halten sich an keine Tageszeit. Darum ist es ein Gebot der Stunde, eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung aus der Luft für 24 Stunden am Tag zu garantieren, stellt Kraxner klar. Von St. Michael aus können wir jeden Ort der Steiermark während der Nachtstunden innerhalb von 30 Minuten erreichen. Herr Kraxner, vielleicht können Sie uns kurz erklären, wie geht es da jetzt weiter mit dem ÖMTC-Stützpunkt oder Notarzt-Hubschrauberstützpunkt in St. Michael? Was sind jetzt die nächsten Schritte? Wie schaut es aus? Wie wir heute hier in der Informationsveranstaltung vereinbart haben, werden wir in den nächsten Tagen einmal eine Probebepflegung des Platzes machen, sodass das auch hörbar oder nicht hörbar ist, meine Prognose für die besorgten Anrainer ist. Dann werden wir am 16. April eine Verhandlung für diesen Zivilflugplatz haben. Das wird sicher noch einige Zeit dauern, bis wir dann diese Zivilflugplatzgenehmigung bekommen und dann werden wir zu bauen beginnen. Der Bau selbst wird 5 bis 6 Monate dauern, wenn wir da ordentlich dahinter sind, sodass wir hoffen, noch in diesem November, spätestens Dezember, in Betrieb zu gehen. Ein besonderer Kritikpunkt der Bevölkerung war, dass vermutet wird, auch in der Nacht Überstellungsflüge zu tätigen. Sie haben da heute eine recht gute Auskunft darüber gegeben. Vielleicht können Sie uns das noch einmal für die St. Michaelerinnen und St. Michaeler erklären, wie das genau ausschaut und um was für eine Flüge das da tatsächlich geht. Egal, ob wir draußen an einem Notfallort landen, also direkt bei der Unfallstelle oder Notfallstelle, oder ob wir einen schwer erkrankten Patienten von einem Krankenhaus zum anderen fliegen, es handelt sich immer um Notfälle. Das ist ein schwerer Herzinfarkt oder das ist ein schwerer Schlaganfall oder eine Hirnblutung oder irgendein schweres Trauma nach einem Verkehrsunfall. Manchmal passiert es halt, dass die in periphere Krankenhäuser eingeliefert werden und dann ist es auch erforderlich, dass man die nicht bis in der Früh dort liegen lässt und warten lässt, sondern dass die innerhalb der sogenannten Golden Hour, meistens 1 bis 2 Stunden, dann wirklich an ein Zentrum kommen und bestens betreut werden können. Dafür ist der Hubschrauber da, dafür ist er 24 Stunden da und dafür wird er sorgen. Es werden wahrscheinlich so 30 bis 40% der Einsätze werden solche Überstellungen von Krankenhaus zu Krankenhaus sein, aber nicht, weil man jetzt, wie unterstellt wurde, vielleicht das wirtschaftlich besser auslasten will, sondern da sind diese kleinen Krankenhäuser wirklich in großer Not und haben als einzige Möglichkeit das Wegverlegen mit einem Notarzt.
Und dann abschließend noch eine Frage. Es wurde auch in der Bevölkerung suggeriert, leider Gottes wurde hier wirklich wurden falsche Informationen an die Bürger gestreut. Wie viele Flüge, mit wie vielen Flügen ist tatsächlich geplant und wie viele Hubschrauber kommen auch nach St. Michael? Und es gibt ja auch eine Maximalanzahl an Flügen, die es voraussichtlich geben wird. Vielleicht können Sie da auch kurz Stellung beziehen. Also es ist nur geplant, einen Hubschrauber hier zu stationieren. Für Katastrophenfälle hat das Land ersucht, dass wir den Hangar ein bisschen größer bauen, dass wir, wenn wirklich so eine Schneekatastrophe oder Hochwasser oder irgendwas ist, an wenigen Tagen, das passiert ja nicht jedes Jahr und nicht, Gott sei Dank nicht jeden Monat, dann auch einen zweiten Hubschrauber unterstellen können. Aber im Normalfall ist immer nur ein Hubschrauber da. Und dann ist es für uns so, dass wir ungefähr mit 900 bis 1000 Einsätzen während des Tageslichtes, also während der Tageszeit rechnen und mit maximal 250 bis 300 Einsätzen in der Nacht. Also in Summe wird der Hubschrauber, ich sage jetzt wahrscheinlich erst in 3, 4, 5 Jahren so 1200 bis 1300 Einsätze fliegen, weil auch solche Systeme müssen erst einmal integriert werden in das Gesamtrettungssystem. Dann werden alle Einsatzorganisationen wissen, dass das gibt. Aber wenn man das jetzt fünfmal in der Zeitung hört, wird es immer noch welche geben, die daran nicht denken, dass dann der Hubschrauber auch eingesetzt werden kann. Aber über diese Anzahl hinaus kann ich versprechen, dass es nicht passiert, weil so viele Notfälle gibt es nicht in der Nacht. Aber wir brauchen aus unserer Beurteilung die Möglichkeit schon, dass man solchen Leuten, kritisch Erkrankten oder Verletzten, dann wirklich auch die Möglichkeit gibt, dass sie in Schwerpunktspitäler kommen. Abschließend noch eine Frage. 1500 Einsätze maximal, haben Sie jetzt gesagt, in etwa. Spricht man da, dass man das jetzt noch mal zwei rechnen muss, weil sie ja einmal landen und wieder wegfliegen? Oder ist es schon quasi mal zwei gerechnet? Und heißt es wirklich, dass die 1500 Bewegungen da von St. Michael passieren, weil es kann ja auch sein, dass sie zum Beispiel nach Graz fliegen und von Graz zum Beispiel weiterfliegen. Das wird ja ein eigener Einsatz sein, was wahrscheinlich dort inkludiert ist, oder? Also ein Einsatz besteht für St. Michael immer aus einem Start und einer Landung. Und wenn wir 1000 Einsätze fliegen, dann sind das, wären das 2000 Flugbewegungen, wenn wir nicht zwischendurch auf einen anderen Einsatz geschickt werden. Wenn ich zum Beispiel einen Patienten in Puck an der Mur abgebe und ich werde gleich weiter disponiert auf den nächsten Einsatz, spürt St. Michael gar nichts, weil wir da gar nicht zurückkommen. Und das ist aus unserer Erfahrung so ca. 20% der Einsätze, die man fliegt, kommt man nicht zurück an den Stützpunkt. Irgendwann müssen wir dann wieder zurückkommen, weil wir brauchen wieder Medikamente zum Auffüllen. Wir müssen Sprit nachbunkern, also wir haben immer ungefähr 4 Stunden 40 Flugzeit Sprit mit bei uns und es müssen auch die Leute dann irgendwann einmal was essen oder so. Also man kann nicht ununterbrochen unterwegs sein, aber wie gesagt, es sind ungefähr, wenn ich jetzt 20% von 1000 wegzähle, habe ich ungefähr 800 Einsätze und das sind 1600 Flugbewegungen. Bürgermeister Karl Fadinger, heute die Informationsveranstaltung zum geplanten Notarzt-Hubschrauberstützpunkt in St. Michael. Wie stehst du dazu, beziehungsweise was ziehst du von der heutigen Veranstaltung für ein Resümee? Ja, danke, du hast mir gleich mehrere Fragen gestellt, mit Recht, und die erste möchte ich mal kurz und schnell beantworten. Das war die Versammlung, die Informationsversammlung war positiv. Ich möchte noch einmal einen Schritt in der Zeit zurückgehen. Wir als Gemeinde, und das ist ja heute auch hier erklärt worden, warum, waren ja von den Informationen sehr ausgegrenzt. Das hat aber auch mit dem Ausschreibungsverfahren zu tun, was der Herr Dr. Besenbacher bestens erklärt hat. Und in Wirklichkeit, die Gemeinde ist am 6. März damit konfrontiert worden, indem wir eine Mitteilung von der BH, aber bereits mit Bauplänen gekriegt haben. Wir haben uns dann gleich behördlich erkundigt, wie das möglich ist. Wir hatten nichts gehört von Raumplanungsveränderungen und vorhin auch nicht über die Hochwassersituation an diesem Platz. Es hat sich aber gleich dann erklären lassen, weil wir beim Land Steiermark angefragt haben und erfahren haben, dass so ein Verfahren, so wie Straßen, so wie
ÖBB-Gleise und so auch Flugplätze dem Baugesetz § 3 Absatz 2 unterliegen und der sagt, die Gemeinden sind in ihrer Kompetenz ausgeschlossen. Die volle Verantwortung liegt beim Land und im verlängerten Teil bei der Bezirkshauptmannschaft des jeweiligen Bereiches. Ja, und somit war auch das für mich heute sehr, sehr interessant. Ich habe viele Dinge jetzt erst erfahren, weil die Zeit ja relativ kurz war. Und natürlich hat man, ich meine damit Bürgermeister und Gemeinderat, stehen in einer hohen Verantwortung. Wir wissen, dass die ärztliche Versorgung eine Hauptverantwortung einer Gemeinde ist und natürlich auch damit verbunden die Katastrophen- und Notdiensteinsätze. Und ich denke, wenn man so einen professionellen, neuzeitlichen, besten Stützpunkt vom Land kriegt, ohne dass wir etwas finanziell dazu beitragen müssen, dann muss sich der Bürgermeister mit dem Gemeinderat schon gut überlegen, ob der sowas ungeprüft ablehnen kann. Ich glaube, das wäre unverantwortlich. Umgekehrt gesagt, nachdem sich in der Bevölkerung eine absolut positive Erkenntnis ergeben hat, dass das nur gut allein für St. Michael, was die medizinische Versorgung betrifft, ist, müssen wir eben das andere Reglement mit Lärm und so weiter mitentwickeln und schauen, dass der Bevölkerung gut dabei geht. Und wie schaut es aus für die betroffenen Bürger, die was ja wirklich vom Lärm dann wahrscheinlich auch betroffen sein werden? Gibt es da irgendeine Möglichkeit, dass man die unterstützt? Ja, ich habe ja von Michael Schickhofer persönlich die Mitteilung bekommen und heute in der Pressekonferenz wurde es wieder mitgeteilt. Alle Betroffenen, die sich dahingehend melden, können mit Lärmschutzmaßnahmen, mit finanzieller Unterstützung rechnen. Auch dieses Jahr gab es bei der Eisenbichelkapelle die traditionelle Palmweihe. Lob den Herrn in seiner Herrlichkeit, ja und preist seinen Namen in alle Ewigkeit. Wollen wir da mal Stimmung machen, weil wir feiern ja kein trauriges Fest, sondern ein fröhliches. Der Team lacht schon. Perfekt. So, jetzt wedeln wir mal mit unseren Ballbuschen ordentlich herum. Genau, so entsteht Stimmung. Und wenn man so in die Gesichter schaut, dann sieht man, wie sich die Gesichter verändern, wie sie lächeln und lachen. Genau so war es sicherlich damals auch, als Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Allmächtiger, ewiger Gott, segne diese grünen Zweige, die Zeichen des Lebens und des Sieges, mit denen wir Christus, unserem König, huldigen. Mit Lobgesängen begleiten wir ihn in seine heilige Stadt. Gib, dass wir durch ihn zum himmlischen Jerusalem gelangen, der mit dir lebt und liebt in alle Ewigkeit. Amen. Hoch, hoch, Hosanna, Jesus, unser König, Gott. Hoch, hoch, Hosanna. Nach der Segnung der Palmzweige und der Palmbuschen ging es in einer Prozession in die Kirche, wo die heilige Messe gefeiert wurde. Natürlich gab es auch dieses Jahr wieder für die Kinder anschließend eine kleine Osterüberraschung. Herr Bürgermeister Karl Fadinger, was bedeutet für dich, lieber Karl, Palmsonntag im Speziellen? Ja, Palmsonntag ist in erster Linie ein großer, traditioneller Sonntag. Und es hat viel zu tun mit der katholischen Kirche, natürlich auch mit
Religion und Glauben, aber auch Tradition. Und dass es Tradition im Volkskultur-Sinne ist, sieht man daran, wie groß die Teilnahme der Bevölkerung ist. Und du hast auch heuer wieder, Karl, in Verbindung mit dem Kulturreferat wieder kleine Bäckchen für die lieben Kinder, für die Palmbuschenträger gemacht. Eine schöne Tradition von dir. Ja, aber nicht nur von mir, da muss ich wirklich sagen, alle Fraktionen halten daran fest, sind dabei und wir verteilen gemeinsam diese Ostergrüße und ich glaube, dabei soll es auch bleiben. Das ist ein richtiger Erfolg. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bevölkerung von St. Michael, Sie sehen hier hinter mir den Christophorus Rettungshubschrauber hier in St. Michael und wie Sie den Medien schon entnommen haben, soll er hier im Brunnen neben der Kaserne ein Rettungsstützpunkt entstehen. Das ist natürlich im Sinne der Ersthilfe von Kranken und auch im Sinne von lebensrettenden Maßnahmen eine ganz großartige Einrichtung, wenn man die unmittelbar in der Nähe zur Verfügung hat. Aber natürlich, ein Hubschrauber macht auch Lärm und dahingehend gibt es Angrenzende, die dahingehend Bedenken haben, dass eben ihre Lebensqualität eingeschränkt wird. Und das gilt es natürlich ganz genau zu prüfen. Die Auswertungen erfolgten doppelt. Der ÖMTC hat eine Messung veranlasst durch den Auftrag der Bezirkshauptmannschaft Leoben. Und wir als Marktgemeinde haben selbstständig auch eine Lärmmessung durchgeführt, um wirklich ein objektives Bild dieser Lärmbelästigung zu kriegen. Die Lärmschutzmaßnahmen als solche, wenn nötig, werden über das Land Steiermark finanziell abgegolten. Dahingehend gibt es auch eine Zusage, ein Versprechen des Landes Steiermark. Ich hoffe doch, im Interesse aller gehandelt zu haben. Wie gesagt, man könnte auch sagen, die Rettungsstation Alt, die gibt es nicht mehr, aber jetzt haben wir die neueste und die beste. Nämlich mit einem Hubschrauber, mit einem Rettungsauto und mit einem Notarzt 24 Stunden rund um die Uhr. Parallel gibt es noch eine Ausbaustufe für die Rettungsvariante Bodenstation, das heißt, das ist die Verknüpfung St. Michael Rettung dann mit den umliegenden Rettungsstationen, also erste Hilfestation der besten Klasse, die es derzeit geben kann. Ich hoffe doch, im besten Sinne der Bevölkerung gehandelt zu haben. Herzlichen Dank. Bücher, Mützen, Socken, Computerspiele, Spielfiguren, Barbiepuppen, Brettspiele, Kuscheltiere, Kinderwägen, Eislaufschuhe, Helme, Spielzeugtraktoren, Musikinstrumente und was es nicht alles gibt. Der Baby- und Kinderflohmarkt öffnet wieder seine Pforten im Volkshaus von St. Michael. Der Erfolg der letzten Jahre gibt dieser Veranstaltung beste Noten. Gebrauchtes wird nicht einfach entsorgt, sondern findet einen neuen Besitzer. Ein guter ökonomischer Gedanke und strahlende Kinderaugen. Was will man mehr? Baby- und Kinderflohmarkt im Volkshaus von St. Michael. Liebe Mama, freu dich, denn zum Glück hast du ja mich. Dieser Tag wäre ohne mich gar kein Muttertag für dich. Der Muttertag ist eine Freude für jede Mutter. Aber auch die Feier im Volkshaus von St. Michael anlässlich dieses Ehrentages für alle Mütter.
Wir laden Sie auf das Herzlichste ein, gemeinsam einen unterhaltsamen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen zu verbringen, ab 15 Uhr im Volkshaus St. Michael. Kaffee und Kuchen ist für jede Mutter gratis. Zusätzlich gibt es einen Getränkegutschein. Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Der neue Ärztebereitschaftsdienst der Steiermark ist da. Ab 1. April wird dieser als reiner Visitendienst in der Zeit von 18 bis 24 Uhr während der Woche und von 7 bis 24 Uhr am Wochenende organisiert. Ab dem 1. April ist auch das Gesundheitstelefon unter der Telefonnummer 1450 Tag und Nacht das ganze Jahr erreichbar. Besonders geschultes Krankenpflegepersonal berät Sie bei gesundheitlichen Problemen. Keine Sorge, sollten sich Ihre Probleme als akut herausstellen, kann natürlich auch sofort der Notdienst entsendet werden. Dieses Expertensystem hat sich bereits in Niederösterreich, Wien und Vorarlberg bereits bewährt. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.1450.at.